Ende 1914 siedelte ich nach dem Westen über, und zwar nach dem Kurfürstendamm. Es war das erste Kabarettunternehmen, was ich dort das Vergnügen hatte zu gründen. Ich lernte sehr schnell einen der bedeutendsten Kabarettautoren kennen. Und der Name wird allen bekannt sein. Es war Kurt Tucholsky. Politisch war er sehr stark eingestellt. Und eines Tages habe ich dann ihn gebeten, er möchte für mich doch auch eine Revue schreiben. Und machte ihn gleich darauf aufmerksam. Unter Revue verstehe ich keine Plattform, so ein Tribunal, wo man politische Dinge von sich gibt, sondern eine Revue, die mondän ist, musikalisch, charmant und humoristisch. Er hatte dann mir kleine Proben gezeigt und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, das ist der richtige Mann für die damalige Zeit gewesen. Vor allen Dingen lernte ich ihn auch kennen als einen vortrefflichen Chanson-Autor.